Hi Leute, ich bin Thorsten von 48.1 und ich stelle euch heute meine Lieblingsplatte Freedom of the Sun von Uyama Hiroto vor. Wie ihr am Namen vielleicht schon gemerkt habt, ist das ein japanischer Künstler, um genau zu sein, ein japanischer Hip-Hop-Produzent. Und was ich persönlich an seinem Stil so geil finde, ist, dass es eine sehr interessante Mischung aus Jazz und Ambient ist, auf Hip-Hop und Downtempo-Beats, was ich persönlich sehr entspannt finde. Und dementsprechend finden sich auf dem Album sehr viele Hip-Hop-typische Kopfnicker-Beats wieder. Mal als reine Instrumentals, mal mit so ein paar Vocals im Background und manchmal auch wirklich dann mit Rappern. Und was ich an dem Rap so interessant finde, ist, dass sie nicht diese typische Rap-Schiene fahren, sondern dass sie wirklich dann auch mal über deepere Themen sprechen, zum Beispiel auf dem Song Soul of Freedom, wo der Rapper CC Star dann darüber rappt, dass man doch mal sein eigenes Verhalten reflektieren sollte und auch mal mit den Mitmenschen vielleicht ein bisschen besseren Umgang haben sollte. Und ja, das finde ich einfach sehr, über diesen Aspekt an dem Album finde ich einfach sehr schön. Und es ist aber trotzdem kein reines Hip-Hop-Album. Also es gibt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass er auch viel mit Jazz arbeitet. Und deswegen gibt es auch ein paar Lieder, die dann wirklich eher in die Jazz-Richtung gehen, auch so vom Rhythmus und so her. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder so ein paar Lieder, die dann eher in den Downtempo-Lounge-Bereich gehen. Also da gibt es zum Beispiel ein Lied, Path of Wind. Das könnte man meiner Meinung nach je nach Party auch schon im Club spielen. Und das ist halt auch eine Sache, die ich an dem Album so geil finde, dass es so sehr durchmischt ist. Also es gibt viele verschiedene Rhythmen und Beats, aber die Grundstimmung, dieses Grundgefühl, dieses Ambient und Jazzige, das bleibt halt immer irgendwo da. Und das ist halt auch das, was ich besonders an dem Album finde, dass halt einfach diese Grundstimmung immer vorhanden bleibt. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe, dann könnt ihr das einfach auf YouTube oder auf Spotify suchen, da gibt's das, und euch einfach mal anhören. Wenn ihr auf Jazz steht, wenn ihr auf Hip-Hop steht oder generell auf entspannte Musik, dann kann ich euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und vielleicht wird das dann ja auch mal eure Lieblingsplatte. Das war's von mir. Auf Wiedersehen.